Hallo Freunde, es ist Sonntag, der 30. Januar. Wie in Hannover, genauso wie in den meisten Teilen von Deutschland, hat letzte Nacht, eigentlich schon gestern den ganzen Tag über, ein Sturm gewütet. Der ist auch noch nicht ganz vorbei. Trotzdem hatte ich mir vorgenommen, heute endlich mal wieder ein Video über meinen Kleingarten zu machen, was sich so entwickelt hat seit meinem Dezember-Video. Bevor ich anfange, möchte ich einmal ganz, ganz kurz Danke sagen. Ich bin völlig überwältigt. Mir war das eine ganze Zeit lang gar nicht aufgefallen. Erst als unter meine Videos so viele Kommentare gekommen waren und auf einmal auch die Like-Zahlen irgendwie so nach oben ging, hatte ich mal genauer geschaut. Also ich habe meinen YouTube-Kanal schon eine ganze Weile, weil ich eben auch Hobby-Schriftsteller bin und Hobby-Musiker bin und da eigentlich immer so meine Trailer und meine Videos und meine Bücher ein bisschen vorgestellt habe und meine Lesungen gemacht habe, solche Sachen. Hatte da, sage ich einfach mal, eine verhaltene Resonanz. Ich bin halt auf Hobby-Niveau unterwegs seit einigen Jahren. Aber ist ja auch egal. Auf jeden Fall, seitdem ich mein erstes August ja, Hobbygarten-Video reingestellt habe, ist die Zahl meiner Abonnenten irgendwie um das Vier- oder Fünffache nach oben geschnellt. Da war ich völlig baff. Es kommen jede Woche irgendwie mehr dazu und ich bin total überrascht, weil es gibt ja nun wirklich Kanäle auf YouTube, die sich mit Gemüse und Pflanzen und Obst und Baumschnitt und Gärten und was weiß ich beschäftigen, die wirklich jede Woche ein Video hochstellen mit sehr viel professionellem Hintergrundwissen dabei. Und bei mir ist ja sehr, sehr viel Learning by Doing oder ich habe mir was angelesen, probiere es aus oder so. Und umso beeindruckender finde ich es, dass so viele von euch dazu bereit waren, mir ein Abo zu schenken, was ich natürlich total toll finde und auch die vielen lieben Kommentare und auch die Likes, auch die Views irgendwie. Ich glaube, mein November, nee, mein August-Video ist mittlerweile 6000 Mal ungefähr angeschaut worden. Also total. Also dafür erstmal herzlichen Dank. In dem heutigen Video, es ist jetzt, ich muss mal überlegen, ja, es ist jetzt über einen Monat her, seitdem ich das letzte Mal ein Video gemacht habe. Es war irgendwann also im Dezember. Seitdem ist tatsächlich einiges passiert, was ich euch gleich zeigen möchte. Dadurch, dass es draußen noch so stürmt, weiß ich nicht, ob ich die Originaltonspur belassen kann oder ob der Wind wirklich so stark ins Mikro pfeift, dass ich es dann nochmal nachvertonen muss. Also seht es mir nach für den Fall, dass dann später bei der Nachvertonung vielleicht, sag ich mal, ich so spontan da nicht genau weiß, warum habe ich jetzt die eine Stelle ein bisschen länger gefilmt oder nicht. Da schauen wir einfach mal. Ich mache das immer sehr spontan und plane das jetzt nicht großartig oder so. Kommen wir dazu, was ich heute im Video zeigen möchte. Ich schaue immer so ein bisschen an der Kamera vorbei, einen Blick nach draußen im Garten, damit ich bei der Aufzählung nichts vergesse. Zum einen möchte ich euch heute mein im Prinzip zu 99% fertiggestelltes Insektenhaus im XXL-Format zeigen. Dann Schneckenzäune, die ich um meine Flachbeete gemacht habe. Vielleicht ein Tipp für diejenigen, die selber versuchen, schon die ganze Zeit irgendwie ja, die Schnecken aus ihren Beeten fernzuhalten. Ich habe wirklich vergangenes Jahr alles Mögliche ausprobiert, mit Ausnahme jetzt von Sachen wie Schneckenkorn oder sowas. Also ich habe es probiert mit irgendwelchen Pflanzen und Gewürzen und mit verschiedenen Mulchen drumherum, was die Schnecken abhalten soll. Ich habe es mit Bierfalmen versucht und was weiß ich und habe dann beim Hochbeet was ausprobiert, halt unten also einen Schneckenzaun angesetzt, den ich jetzt auch für die Flachbeete genommen habe. Ich habe dazu in den Kaufkommentaren gelesen, dass viele Leute Probleme hatten, diesen Zaun aufzustellen. Und deswegen zeige ich euch gleich, wie ich es gemacht habe. Das könnte vielleicht ein Tipp für euch sein. Dann wollte ich euch zeigen, die Kartoffelkübel, die ich vorbereitet habe für die Kartoffeln, die ich dieses Jahr setzen möchte. Die ziehe ich in Kübeln hoch. Warum ich das so machen möchte und wie ich es mache, zeige ich euch gleich. Dann noch ein paar kleine Verzierungen an meinem neu angelegten Mini-Kräuterbeet, sage ich mal. Dann das, was auf meinem alten Kompost jetzt geplant ist. Dann der Teich, den ich im letzten Video schon erwähnt hatte. Da hatte ich dann tatsächlich kurz danach noch ein bisschen dran weitergearbeitet. Der ist jetzt im Prinzip so weit fertig, dass er nur noch bepflanzt werden muss. Aber noch haben wir nicht die Jahreszeit dafür. Und dann möchte ich auch noch euch meine Anzuchtstation zeigen, die ich mir eingerichtet habe, um in meiner Vorlaube die ersten Gemüse Aussaaten vorzuziehen. Darum soll es in diesem Video gehen. Ich hoffe, ich habe jetzt nichts vergessen und würde sagen, wir gehen jetzt einfach mal raus. So, und da sind wir nun bei meinem XXL Insektenhotel. Ich gehe mal ein Stück zurück, damit man es mal in Gänze sieht. So sieht es von der Seite aus. Ich konnte es mir nicht nehmen lassen, es ein wenig zu verzieren mit so Metall-Marienkäfern und Schmetterlingen und so. Das musste einfach ein bisschen sein. Das Holz, mit Ausnahme der Stützbalken, das Holz ist ausnahmslos benutzt von meinem alten Hochbeet, was ich hatte. Und da wollte ich halt das ja, alte Holz nochmal verwenden. Fangen wir mal unten an.
Also ich habe mich für etwas Größeres entschieden, weil ich halt verschiedene Ebenen ausprobieren wollte. Hier unten, da seht ihr, das sind auch die Überreste von meinen alten, ja, Nisthilfen, nenne ich es jetzt einfach mal. Das Ganze soll quasi eine Totholzecke sein, ein Totholzhaufen sein, wo ich auch immer wieder mal was neu aufschichten werde, eben für Käfer und sowas. Eine Etage oben drüber ist, ihr seht, diese Teile hier sind mit Maschendraht und weiter Maschenweite hier abgesichert gegen Vögel. Hier habe ich zwei verschiedene Lehmelemente drin mit zwei verschiedenen Mischungsverhältnissen. Und zwar ist es so, bei diesem gehen die Nistlöcher quasi fast bis nach hinten durch. Beim Holz sowieso. Und bei diesem hier sind die nur angedeutet. Da will ich nämlich ausprobieren, was besser angenommen wird, wenn die selber noch graben müssen, die Löcher vergrößern müssen oder wenn sie schon komplett fertige vorgesetzt bekommen. Ich habe hier auch eine Wasserschale mit hingepackt, die kann man von außen einfach mit einer Gießkanne befüllen. Das Ganze ist natürlich jetzt um diese Jahreszeit noch nicht so gefragt, aber wenn Frühjahr und Sommer kommen, denke ich mir, könnte hier durchaus die Chance bestehen, dass sich ein paar Wildbienen ansiedeln. Dann hier, die Ebene darüber, sind auch verschiedene Holzelemente, verschiedene, ja, Bohrgrößen, ne, verschiedene, sieht man hier schon, auch ein bisschen verschiedene Hölzer. Dann habe ich mal so ein paar Bambusrohre ausprobiert, die ich hinten mit Lehm abgedichtet habe. Dazu dann noch so ein Lehmklumpen, den ich einfach mal aus Restlehm zusammengeformt habe und hingestellt habe, wo ich einfach mal schauen will, wie ist das, bohren die sich da selber rein, graben die sich da selber Tunnel rein oder sonstiges wird. Das sind alles so verschiedene Experimente, einfach mal um zu gucken, was wird am besten angenommen und was würde sich dann lohnen, quasi für die nächste Saison irgendwie darauf zu konzentrieren und was wird gar nicht angenommen und kann weggelassen werden. Und hier oben die Ebene, die ist eben nicht verschlossen. Da habe ich aus Restholz einen, ja, weiß nicht, wie gut man das hier sehen kann, einen kompletten Kasten gebaut, der innen befüllt ist mit kleinen dünnen Zweigen und auch Stroh. Ich weiß, es ist kontroverse Themen irgendwie, ob Schmetterlinge tatsächlich das annehmen, so über Winterungshilfen oder generell sowas, um sich irgendwie niederzulassen. Ich dachte mir, ich probiere es einfach mal aus, setze es da rein und dann ist gut. Das Ganze ist oben mit Folie noch gegen Nässe abgedichtet. Die Rückseite habe ich extra nicht mit Holz verschlossen, sondern habe so eine Bambusmatte genommen, so eine Sichtschutzmatte, habe die doppelt gelegt. Kann man hier ganz gut vielleicht sehen. Hatte den Grund, genauso wie ich hier die Bretter nicht dicht an dicht gemacht habe, sondern man sieht das hier, immer so Abstände gelassen habe. Zum einen für die Durchlüftung, zum anderen für den Fall, dass es mal reinregnet, dass das Wasser auch gleich wieder ablaufen kann. Und auch, dass da beispielsweise, man merkt jetzt bei dem Sturm, dass der Wind sich nicht fangen kann. Dass der nicht einfach irgendwo unterfährt und dann halt, ne, also sag mal, wer sich so ein bisschen auskennt, weiß das, wo Wind halt irgendwo dran vorbeiweichen kann, da tut er das auch. Und deswegen sind halt solche Schlitze da mit Absicht drin gelassen. Auch, dass beispielsweise die Bienen zwischen den verschiedenen Ebenen, wenn sie denn wollen, auf- und abfliegen können. Ne? Hier, dieses Areal, hier um dieses Insektenhotel hier rum, hier vorne das alles, da sind noch ein paar Steinplatten drin, die kommen demnächst alle raus. Dann kommt da neue Pflanzerde drauf, an dieser Seite hier genauso. Und dann habe ich mir Saaten besorgt von hoher Strohblume, Isop, Eisenkraut, Löwenmäulchen, Nelkenleimkraut, alles, worauf Schmetterlinge und Bienen so richtig abfahren. Ich habe ja sowieso ganz viele Stauden gepflanzt und so. Und das soll dann einfach nochmal hier ringsrum komplett Schmetterlinge und Bienen anlocken. Das soll alles richtig schön bunt werden mit sehr viel Blüten. So, kommen wir zum nächsten. Also so, noch einmal vielleicht das Insektenhotel so von vorne. Also jetzt ist es etwas größer als normal, aber ich wollte das einfach mal ausprobieren. Ich hatte das Restholz zur Verfügung und ich dachte mir, wenn schon, dann mal richtig. Und ja, dann schauen wir mal weiter. Hier übrigens noch der schöne Igelbau, ne, wo immer mal gucken. Jawohl, Futter ist auch schon wieder weg. Da sind zwei Futterschalen drin, die sind schon wieder leer gefuttert. So, kommen wir direkt zum nächsten. Ich schweife heute mal nicht lange rum. Hier seht ihr, also diese Elektrokabelbögen, die habe ich mir im Baumarkt neulich besorgt, die kosten nur 1,19 Euro das Stück und die werde ich künftig benutzen, um meine Insektenschutznetze
darauf abzustützen. Ich habe das bei YouTube gesehen, bei verschiedenen Kanälen. Ich glaube, Wurzelwerk benutzt das so und der Gartengemüsekiosk, fand ich total toll, die Idee. Und dachte, ja, ich probiere das einfach mal auch aus. Wird bei dem Hochbeet da hinten auch noch nachgerüstet. Aber hier, das ist das, worum es mir ging. Der Schneckenzaun. Und zwar kann man sich diesen Schneckenzaun im Internet bestellen. Der ist so ungefähr, ich sag mal, 25, 30 cm hoch und hat dann hier so eine Knickstelle, wo man den Zaun abknicken kann. Einige haben den so quasi im 90-Grad-Winkel gelassen. Das reicht aber nicht aus. Man muss den so richtig spitz zulaufen lassen. Die Idee ist, dass Schnecken hier nicht hochkriechen können, weil die nicht so krabbeln, dass sie mit Kopf nach unten hängen. Nun habe ich in den meisten Kommentaren gelesen, dass viele unheimlich Schwierigkeiten dabei hatten, den aufzustellen, einfach weil der natürlich wabbelt ohne Ende. Deswegen habe ich auch hier Restholz genommen, wie euch vielleicht auffällt. Ich habe die ganzen Pflastersteine, die ich vorher als Beetumrandung hatte, entsorgt. Ich habe übrigens auch das Unkrautvlies unter dem Mulch komplett rausgenommen und nochmal nachgemulcht, einfach damit für mehr Bodengesundheit, sage ich jetzt einfach mal. Die Vögel können ein bisschen drin rumwühlen, die Igel können drin rumwühlen, das Unkrautvlies ist hier komplett raus. Und in dem Zuge habe ich dann eben die Beetumrandung durch alte Holzlatten ersetzt, die ich eben auch noch vom alten Hochbeet übrig hatte. Und an diesen Holzlatten kann man dann wunderbar diesen Schneckenzaun festschrauben. Das klappt wunderbar, ist einmal Aufwand und das Teil steht, knickt nicht weg irgendwie, rollt sich nicht wieder auf. Also wenn ihr euch selber einen Gefallen tun wollt, ich habe diesen Schneckenzaun da schon am Hochbeet ausprobiert und ich habe da immer noch jetzt Feldsalat drin stehen, den ich heute abernten werde. Und der ist so gut wie gar nicht angegriffen worden von Schnecken. Und das, obwohl sogar noch Bierfallen drin waren, die auch noch andere Schnecken hätten anlocken können. Also ich will nicht verneinen, dass vielleicht in alter Beeterde immer noch Schneckeneier drin sind und so. Aber wie gesagt, der hat wunderbar geholfen. Deswegen habe ich den hier auch ausprobiert. Man sieht hier übrigens auch noch die Möhren, die immer noch stehen. Da habe ich schon welche von rausgenommen. Werde ich heute mir auch wieder welche von rausnehmen. Ich hatte die sehr spät ausgesät. Sind aber noch gut gekommen und hat man so kleine Snackmöhren und dann auch ein bisschen Möhrengrün noch für die Suppe. Und man sieht auch überall am Rand hier noch, da kommt fleißig mal Knoblauch. Hier hatte ich vor ein paar Monaten noch welchen ausgesät oder reingesteckt, sagen wir mal so, gepflanzt. Man sieht ihn ja nicht, man pflanzt ihn. Und der kommt jetzt auch Stück für Stück nach. Hier sieht man, habe ich schon meine Rankhilfe für die Stangenbohnen. Die werden ja erst im Mai gepflanzt. Ich wollte es aber schon mal fertig haben. Beziehungsweise wird hier noch von oben nach unten werden noch ja, so sehr raue, dicke Jute-Kordel, Jute-Schnüre rangebunden. Und dann werden halt hier in Reihe ringsrum die Stangenbohnenpflanzen gesetzt, die sich dann schön an der Jute-Kordel hochziehen können. Ja, hier, wie gesagt, das Hochbeet hier, das wunderbar funktioniert mit dem Schneckenzaun. Ich habe hier gerade erst gestern noch mal so ein bisschen schon mal umgegraben. Hier kommt demnächst noch ein bisschen alte Hochbeeterde drauf, bevor es dann mit der Aussaat losgeht. Und hier sieht man, wie gesagt, meinen Feldsalat, wo ich heute den hier mal abernten werde und den da wohl nächste Woche. Und auch da kommt zwischendurch über wunderbar der Knoblauch raus. So, ich will mich nicht lange an allen Stellen aufhalten, deswegen gehen wir direkt weiter. Hier, das sind immer noch die Überreste vom alten Hochbeet. Ich habe gerade erst gestern hier fleißig noch gegraben. Also ich bin immer bei Wind und Wetter draußen. Ist mir eigentlich egal, ob es regnet oder schneit oder stürmt. Deswegen bin ich auch heute hier. Und hier sieht man, das sind noch die Reste von dem, ich sag jetzt mal teilzersetzt, nicht mal halb zersetzt, teilzersetzten Grünschnitt, den ich da im April, Mai letzten Jahres halt irgendwie ganz unten drin hatte im Beet. Den habe ich teilweise jetzt genutzt, um hier schon mal ein bisschen was in diese Kübel reinzufüllen. Da kommt allerdings ein Teil der Füllung wieder raus. Das ist erstmal nur übergangsweise. Denn hier an diese Stelle kommen dann diese Maurerkübel hin. Und die werden dann mit Kartoffeln bepflanzt. Und zwar, ich schüttel mal einen so ein bisschen auf. Sieht man das vielleicht? Ich habe hier an verschiedenen Stellen Löcher reingebohrt, damit Wasser abfließen kann. Dann kommt unten in die Kübel eine Schicht so ein bisschen grober Schnitt als Drainage, wenn tatsächlich noch überschüssiges Wasser ist. Und dann werden diese Kübel hier in Reihe aufgestellt und dann werde ich da Saatkartoffeln reinsetzen. Und zwar vier verschiedene Sorten. Das heißt pro Sorte zwei Kübel. Und dann werden die angehäufelt mit Erde und man kennt das ja, oder diejenigen, die das auf diese Art und Weise machen, in dem Moment, wenn halt das Grün oben von der Kartoffelpflanze rauskommt, häufelt man immer weiter an. Und wenn die dann oben angekommen sind, am Rand vom Kübel, stelle ich einfach einen zweiten Kübel oben drauf, bei dem ich den Boden rausgeschnitten habe, einfach um die Pflanze noch höher ziehen zu können
um noch mehr ernten zu können. Das möchte ich zum einen aus dem Grund machen, weil ich glaube, es ist einfacher, die Kartoffeln aus Kübeln abzuernten, anstatt sie aus dem Boden ausgraben zu müssen. Und dann kommt noch dazu, dass diese schöne Kante, die hier dran ist, auch gleichzeitig ein schöner Schneckenschutz ist, weil auch hier Schnecken kopfüber lang klettern müssten. Das heißt, wenn hier noch ein zweiter Kübel draufsteht, müssten die gleich zweimal dieses Hindernis überwinden. Wie gesagt, ich probiere das aus, dieses Experiment. Ich habe mir 4 verschiedene Pflanzkartoffeln bestellt, bei kartoffelvielfalt.de war es, glaube ich, und habe diese Sorten so gewählt, dass die eine unterschiedliche Ernte bzw. unterschiedliche Reifzeit haben oder Keimzeit, wie auch immer man das nennen will. Die schnellste Sorte ist, glaube ich, 90 Tagen, dann die nächste 120, dann 150 und dann 180 Tage. Also einfach, um über einen langen Zeitraum immer eine konstante oder einigermaßen zu versuchen, eine konstante Ernte von frischen Kartoffeln halt eben zu haben. Deswegen habe ich welche gewählt, die unterschiedliche Reifezeiten, wenn ich es jetzt mal habe. Wie gesagt, die werden dann hier einfach so in Reihe aufgestellt. Das bringt mich direkt, hier sieht man schön das Schild von meiner Bärenallee. Das hat den Sturm nicht überlebt, da muss ein neues Schild her. Ja. Hier mein Kompost. Da sieht man ja, da unten ist eine richtig dicke Schicht noch drin von der Eibe. Habe ich, glaube ich, in meinem letzten Video schon was zugesagt. Eibe wird auch von Bakterien zersetzt, von daher mache ich mir da als Kompostmaterial überhaupt keine Sorgen. Da oben drüber ist halt so ein bisschen dann ja dünnerer Grünschnitt aufgeschichtet gewesen. Und was ich dann gemacht habe, ich habe immer wieder Erde aus meinem alten Hochbeet draufgekippt und dann den Biomüll von zu Hause, aber keine Bananenschalen, keine Orangenschalen und auch keine Essensreste, sondern wirklich, ich sag mal, Apfelgriebsche, auch Paprika, Möhren, alles was zu Hause an Obst- und Gemüseabschnitt abfällt, hier dann immer reingemacht und dann immer etwas Erde oben drauf, damit da halt die Würmer sich schön wohlfühlen und eine schöne Komposterde bilden. Und dieser Kompost, der bleibt jetzt quasi so stehen und da werde ich dann dieses Jahr Kürbispflanzen direkt dann nach der Voranzucht reinsetzen. Und der wird dann erstmal so belassen. Also die Eibe, die wird sich in diesem Jahr noch definitiv nicht zersetzen. Wie das dann im nächsten Jahr aussieht, werde ich schauen. Also wie gesagt, da war auch dann mal ein bisschen Schnellkompost damit drauf und sonstiges. Aber wie gesagt, ich mache mir da überhaupt keinen Kopf. Die Eibe ist ganz tief unten drin und dürfte den Kürbis in keiner Weise beeinflussen. Also hier hat es auch ein bisschen in letzter Nacht hier noch die Umrandung zerlegt. Das muss ich nochmal etwas neu machen. Und hier in meinen Schnellkomposter, da tue ich mittlerweile meine Bioabfälle rein, weil das Beet soll sich ja jetzt erstmal beruhigen vor der Pflanzung. Das heißt, hier haue ich einfach oben immer meinen ganzen Biomüll rein, mache einen Eimer Erde mit Würmern oben drauf und dann kann sich das auch so langsam zersetzen. Und auch da sind ganz unten Eibe und dickere Äste drin, wo ich einfach hoffe, dass die im Laufe der Zeit durch diese vielen Würmer, die sich hoffentlich anfinden werden durch den Kompost, halt eben auch gut zersetzen werden. Ja, hier gibt es eigentlich nicht viel zu sagen. Meine Haselnuss hat schon die ersten Pollen bilden sich da schon sehr schön aus. Das hier kann ich übrigens jedem empfehlen. Ich habe ja sehr, sehr viele Vogelfutterstellen hier und habe mir auch mal so einen Meisenknödelring besorgt, weil man ja immer mehr Horrorstories hört, dass die armen Tierchen sich in den Netzen verfangen. Das soll ja nicht sein. So, hier gibt es nichts Neues zu berichten, meine Kiwi-Ecke. Hier haben wir mein Kräuterbeet, was ich angepflanzt habe. Ich habe das immer noch abgedeckt, um es erstmal noch vor stärkerer Witterung zu schützen. Hier sieht man, hier habe ich mir schön so ein bisschen mit Acrylmalstiften so ein paar Steine bemalt, mit dem, was ich hier eingepflanzt habe. Ingwerminze, Liebstöckel, Thymian, Estragon und Bohnenkraut. Da bin ich mal gespannt. Hier dieser Futterturm, den ich gebaut hatte, das Experiment hat nicht funktioniert. Den habe ich wieder abgenommen. Das Futterhäuschen hängt jetzt ganz normal im Baum. Und die Futterschale für die Eichhörnchen stelle ich immer unten ab. Hier kommen wir zum Teich und man sieht, er hat schon ganz andere Formen angenommen. Ich habe hier ringsherum etwas Rindenmulch verteilt, weil das doch alles sehr abgerockt war. Habe den Teich einmal aufgefüllt, das Wasser hält sich, also die uralte Teichschale ist tatsächlich heile. Habe sie einmal komplett befreit, eine Steinumrandung gemacht und habe dann hier oben als zweite Ebene, da muss ich dann nochmal nachfüllen, eine Teichschale oben drüber gesetzt, die ein wenig eingesetzt ist in den Boden und ansonsten ringsherum von Steinen gestützt wird. Und hier kommt dann eine solariumbetriebene Pumpe rein. Die habe ich auch schon, die habe ich auch schon ausprobiert. Die wird dann das Wasser von unten transportieren und die Schale ist tatsächlich dann so eingerichtet, dass dann vorne das Wasser rausläuft
Und die Pflanzringe habe ich ringsrum gemacht, um dann natürlich, wie gesagt, eine schöne Teichbepflanzung, Uferpflanzung sehr schön vornehmen zu können. Und das soll kein Fischteich werden. Wie gesagt, also wenn sich hier ein paar Frösche, ein paar Kröten ansiedeln würden, wäre das sehr, sehr schön. Aber wie gesagt, für Fische ist dieser Teich definitiv nicht gedacht. Ich werde mich da einfach auch an den Plätschern erfreuen, gerade im heißen Sommer, wenn man hier liegt. Naja, dafür ist der dann halt gedacht. Die Eibe, wie gesagt, habe ich hier noch weiter eingestutzt. Ich werde sie auch noch weiter einstutzen. Am liebsten würde ich diese ganze Eibe mittlerweile eigentlich wegmachen und durch andere Bäume ersetzen, die halt nicht nadeln und die auch irgendwie, ja, ich sag mal, noch mehr zum ökologischen Gleichgewicht beitragen würden. Ich bin kein Fan von Eibe, ist nun mal so. Ich bin aber auch nicht dafür, den Baum einfach so wegzureißen, sondern wenn, dann muss er durch was Höherwertiges ersetzt werden. Und abgesehen davon ist natürlich Eibenschnitt auch wegen der hohen Giftigkeit nicht so einfach zu bewerkstelligen, so ein Riesenteil hier einfach zu entfernen. Naja. Ja, die Sitzecke immer noch im Winterschlaf. Da gibt es auch nicht viel zu sagen. Och, schauen wir mal da. Da haben wir gerade einen kleinen Besucher in dem Vogelhäuschen. Ja, futter dich ruhig voll. das möchte ich euch noch ganz kurz zeigen. Übrigens habe ich meine Bäume geweißt. So. hier die Pergola. Das ist ein Projekt, was ich auch bald angehen werde. Da habe ich jetzt auch schon Pläne für. Die alten Möbel hier werden zerlegt. Im Boden hier unten drunter ist eine sehr dicke Schicht Kies. Die wird teilweise ausgegraben und sauber gewaschen. Und dann werde ich hier, sage ich mal, eine kleine Ruheoase anlegen, wo ich eine Mischung mache aus teilweise Kiesweg und teilweise Rindenmulch. Da kommen dann links und rechts zwei sehr schöne gemütliche Stühle aus Holz rein. Und das Ganze hier vorne soll dann eine Feuerschale hinkommen. Und das Ganze wird dann wirklich eine richtig schöne Ruheecke, sage ich mal. Schon fast so wie zum Meditieren. Und hier oben, nachdem ich ein bisschen was vom Holz ausgetauscht habe, werde ich da hinten ein kleines Sonnensegel reinziehen. Einfach aus dem Grund, wenn hier erstmal wieder richtig Trauben dranhängen und die fallen runter, die sauen einem wirklich alles ein. Also ich habe das dieses Jahr bzw. letztes Jahr erlebt. Wenn diese Trauben so weit rüber wachsen, die fallen runter. Also sie zerplatzen und sie verschmieren und der ganze Traubensaft verteilt sich auf den Holzmöbeln. Und das ist nicht schön, es ist nicht appetitlich, das muss nicht sein. Deswegen kommt da so ein kleines Sonnensegel runter, um die Trauben so ein bisschen abzufangen. So, kommen wir zur Aufzuchtstation. Ich sehe in der Zwischenzeit, wo ich draußen war, ist auch das Licht angegangen. Hier habe ich mir eine kleine Aufzuchtstation eingerichtet. Man sieht, wie schön das beschlägt. Seit gestern ist die im Betrieb. Und zwar habe ich, ich nehme das mal eben ab, Augenblick. Zack, so. Und zwar habe ich mir diese Quickpot-Schalen besorgt und habe hier jetzt schon gepflanzt Romana-Salat und Porree. Oder ausgesät, wäre jetzt wieder der richtige Ausdruck. Darunter ist eine Heizmatte. Und die Heizmatte ist hier an einen Thermostat angeschlossen, der das Ganze konstant auf 16 Grad hält. Und zusätzlich habe ich hier oben diese UV-Lichter, diese Pflanzenlichter, die jetzt momentan alle vier hierauf ausgerichtet sind, einfach weil hier noch nichts eingepflanzt ist. Da kommen in ungefähr 2 Wochen, werde ich hier anfangen, Tomaten und Paprika vorzuziehen. Würsing steht, glaube ich, auch dann schon auf dem Plan. Auf jeden Fall ist das jetzt so die Anzuchtstation. Die Thermostate haben auch noch mal eine Schutzsicherung drin, ne? Also dass hier nicht einfach ein Kurzschluss passiert. Das Ganze läuft hier über diesen Verteiler, der sieht man auch, das ist ein Feuchtraumverteiler, der extra gut gesichert ist gegen irgendwelche Überspannungen oder sonstiges und auch gegen Spritzschutz, gegen Spritzwasser zum Beispiel. Ne? Also ich möchte ja nicht hier eines Tages herkommen und die Laube ist abgefackelt. Und deswegen, das sind halt alles Sachen, die quasi, also die Heizmatten genauso wie die LED-Leuchten, die geben nicht unkontrolliert Wärme von sich, die können nicht überspannen, die können nicht überhitzen, das ist halt alles gesichert, sage ich mal. Hier habe ich ganz normale Anzuchterde für genommen. Lustig war, das habe ich kürzlich in einem Gespräch immer gemerkt, da hatte ich mich mit jemandem über Anzuchterde unterhalten und da ging es so ein bisschen darum, warum sollte man Anzuchterde verwenden? Und da hat diese Person zu mir gesagt, naja, Anzuchterde enthält halt viele Nährstoffe und all sowas und deswegen sind die natürlich gut für das Pflanzenwachstum. Nein, es ist genau falsch. Also Anzuchterde hat wenig Nährstoffe drin. Das soll nämlich bewirken, dass die Pflanzen, wenn sie keimen und Wurzeln bilden, dass die Wurzeln sich
sehr stark sehr stark verteilen und sehr stark zum Wachstum angeregt werden, um eben Nährstoffe aufzunehmen. Hat nämlich dann den Vorteil, wenn man sie pikiert, auspflanzt und dann eben umtopft oder eben dann endgültig ins Beet pflanzt, dass sie dann sehr viele Wurzeln ausgebildet haben, die dann die Nährstoffe aus der guten Erde richtig schnell aufnehmen können und auch in großer Zahl aufnehmen können. Deswegen ist Anzuchterde betont nährstoffarm, um die Wurzelbildung anzuregen. So viel nun mal dazu. Ne? Und das mit dem Licht, das wusste ich letztes Jahr zum Beispiel auch nicht. Da hatte ich auch Sachen in der Voranzucht im Sommer. Es war ja schön warm. Das Problem war nur, es war zu dunkel, gerade hier in der Vorlaube. Und das hatte dann zur Folge, dass sich ganz lange, dünne Stiele ausgebildet haben, weil die Wärme war da, aber das Licht war nicht da. Und deswegen werden dann die Pflanzen dazu angeregt, sehr hoch rauszuschießen, um halt irgendwo Licht zu suchen. Deswegen hier jetzt extra diese Beleuchtung mit da drin. Das ist diese Anzuchterde, die ich verwendet habe, ist so eine Standard-Anzuchterde aus dem Baumarkt. Hier sieht man übrigens, habe ich einen schönen 25 Kilo Sack Hornspäne. Damit werde ich demnächst einen Teil der Beete vorbereiten, besonders von den Starkzehrern und auch andere Pflanzen, die eine Düngung brauchen, auch eine Vorabdüngung. Das bringt mich jetzt noch zu einer Sache, und zwar zu diesem hier. Hier seht ihr, ich habe mir einen Pflanzplan gemacht. Da sehe ich einmal das Gemüse, um das es geht. Dann habe ich da, wann ich mit der Vorzucht anfange, mir genau rausgesucht und aufgeschrieben. Dann habe ich mir hier die Keimtemperaturen, die optimalen, rausgesucht. Dann, wann das Ganze gepflanzt oder gesät wird, in welchem Zeitraum, wann ungefähr mit der Ernte begonnen werden kann und dann noch, was es beim Dünger zu beachten gibt oder welcher Dünger sich besonders eignet oder auch, wenn zum Beispiel wie bei Radieschen oder dem Romanersalat, den Stangenbohnen, Zuckererbsen, Zwiebeln, die sollen ja nicht gedüngt werden. Ne? Und deswegen halt immer genau, welchen Dünger bringe ich dann. Und darunter habe ich meinen Pflanzplan für das Beet. Was ich hier jetzt nicht mit drauf habe, das ist beispielsweise der Knoblauch, der so überzwischen gesteckt ist. Das sind jetzt wirklich die größeren Pflanzpläne. Die habe ich mir einfach nur gemacht, um einen Überblick darüber zu haben, was ist wo drin im Beet, auch in den Hochbeeten, um dann eben zu gucken, dass ich die Fruchtfolge einhalten kann für das nächste Jahr und eben auch, um genau im Blick zu haben, dass alles, was nebeneinander gepflanzt wird, sich auch gut miteinander verträgt. Ne, weil es ja nun wirklich dann Pflanzen gibt, die ziehen bestimmte Schädlinge an, diese Schädlinge zerstören dann die Pflanzen nebenan und so weiter und so fort. Ne, also so viel dazu. Ja, ich glaube, damit habe ich, wenn ich nichts vergessen habe, euch so ziemlich alles gezeigt, was bei mir momentan neu ist. Denke ich mir, kann ich mich noch mal kurz hinsetzen und ein paar Worte zum Schluss sagen. So ihr Lieben, ich denke, ich habe nichts vergessen, was ich am Anfang angekündigt habe. Ich habe euch das Insektenhotel gezeigt. Nicht so ausführlich, wie ich es ursprünglich vorhatte. Aber ich wollte jetzt irgendwie auch nicht ewig lang über einzelne Sachen philosophieren. Ich hoffe, es war im Gesamten nicht zu hektisch für euch, ging nicht so schnell für euch. Aber ich wollte heute halt einfach gucken, dass ich, sage ich mal, die kurzen Pausen zwischen den Windböen ausnutze, um eine vernünftige Tonqualität zu haben. Und ich dachte mir, ich versuche das Video so kurz wie möglich zu halten. Ich denke mir, ich habe eigentlich alles gesagt. Anfügen möchte ich nur noch, ich hatte sehr viele interessante Chats, sage ich mal, in den letzten paar Wochen auch, wo ich zu verschiedenen Themen angeschrieben wurde von Leuten, die halt meinen YouTube-Kanal gesehen haben mit diesen drei Videos. Wie gesagt, ich möchte nochmal betonen, ich bin kein gelernter Gärtner oder so. Ich probiere Sachen aus, ich lese mir Sachen an und dann probiere ich es aus oder ich sehe es irgendwo und versuche es nachzumachen oder etwas anders zu machen. Es gibt auch einige Ideen, die tatsächlich auf meinem eigenen Mist gewachsen sind, wo ich dann einfach hin und her überlege. Beispielsweise mit den Kartoffelkübeln. Das habe ich zwar woanders gesehen, woanders von gelesen, aber erst nachdem ich speziell danach gesucht habe. Also ich sag mal, ich habe halt davon gelesen, dass es so Kartoffeleimer gibt und Kartoffelsäcke und Kartoffeltonnen. Und da habe ich mir einfach überlegt, es muss ja eine Version geben, die ein bisschen preiswerter ist irgendwie, weil diese Tonnen und all sowas, die sind halt wirklich kostspielig, wenn man die nachmachen will. Und dann habe ich mir halt einfach überlegt, geht das nicht auch mit Kübeln? Und habe das dann einfach mal gegoogelt und bin dann auf verschiedene Ergebnisse getroffen. Die waren teils befriedigend. Was mich da am meisten gestört hat, war halt einfach dadurch, dass die Kübel verhältnismäßig niedrig sind, dass man da nicht so viele Kartoffeln drin anpflanzen kann. Und dann kam mir halt einfach die Idee, ich habe halt immer weiter überlegt und mir gedacht, worauf kommt es denn an, wenn ich die Kartoffelpflanze höher wachsen lassen möchte, aus so einem Kübel heraus? Was brauche ich dafür? Und im Prinzip lief es dann
bei meinem Gedankenspiel darauf hinaus, ja, ich brauche eine Wand, um die Erde festzuhalten. Also bräuchte ich noch eine Wand quasi im Kübel. Und dann fiel mir halt einfach ein, Mensch, wenn ich Löcher unten in einen Kübel reinbohren kann für die Drainage, dann kann ich genauso gut einfach einen weiteren Kübel nehmen, den Boden unten abschneiden und den dann oben drauf stecken oder stellen. Weil wenn die erstmal mit Erde gefüllt sind, dann sacken die ja nicht mehr ineinander ein. Genauso könnte man auch einfach den Boden rausschneiden und den Kübel dann umdrehen und dann quasi Kante auf Kante legen. Das würde ja auch funktionieren. Ne? Also ja, das war dann halt so mein Gedankenspiel, wo ich dachte, jo, das ist eine preiswerte Variante, weil so ein Kübel kostet ungefähr 6 Euro und eine Kartoffeltonne als Alublech kostet, ohne dass man sie gebastelt hat, alleine reine vom Alu schon mal 60 Euro. Ne? Da reden wir nur von der Tonne. Da reden wir noch nicht davon, dass diese Tonne fertig ist. Und da ist auch noch kein Boden drunter. Ne? Also das kommt dann noch alles dazu. Ja, ansonsten glaube ich, habe ich euch alles gezeigt. Ich weiß nicht, wann ich das nächste Video machen werde. Vielleicht mal ein kleines, wenn die Anzucht erfolgreich ist, um mal so zu zeigen, wie gut es funktioniert mit den Heizmatten und mit den Lichtern. Sollte euch irgendwas im Garten speziell interessieren, dann könnt ihr das natürlich gerne auch in die Kommentare schreiben oder mich anschreiben. Und dann würde ich das beim nächsten Mal berücksichtigen. Also wie gesagt, ich habe super tolle Kanäle gefunden bei YouTube. Und bin da immer begeistert. Ich sepp da gelegentlich immer durch, manchmal so 2-3 Minuten nur von dem Video, gebe ich zu. Wie gesagt, so Sachen wie Gartengemüsekiosk, Wurzelwerk, dann Self-Bio, glaube ich, dann diesen Gartencoach, den es auch gibt, Selbstversorger Rigotti, den hatte ich eine Zeit lang auch mal abonniert irgendwie. Aber es gibt sehr viele Kanäle, ich habe die allerdings nicht alle abonniert, das ist irgendwie zu viel Input für mich. Ich möchte sehr viel selber ausprobieren. Aber manchmal ist dann so, ich denke, was könnte ich denn mal versuchen, schon vorkeimen zu lassen oder eine Voranzucht zu machen? Wo sollte ich es besser sein lassen und so? Und dann gebe ich das halt manchmal einfach bei Google oder bei YouTube ein und dann lande ich halt meistens auf diesen Kanälen, die halt gute Tipps dafür haben. Und ja, einige Sachen, die ich da sehe, gefallen mir gut. Ein paar Sachen, wie gesagt, habe ich mir auch noch selber ausgedacht, die ich dann ausprobieren will. Zum Beispiel werde ich dann bald anfangen, Rankhilfen zu basteln für meine Gurken, auch für die Zuckererbsen. Und da habe ich mir eben auch was überlegt und auch bei Tomaten beispielsweise, wenn man das bei YouTube eingibt von wegen Tomatenanzucht oder so, dann landet man oft bei Videos, wo es um diese Tomatenhaken geht, wo man halt so Schnüre nach oben hochzieht, die man dann nochmal versetzen kann und so. Und ich habe mir überlegt, das auch in so einer gewissen Variante zu machen, werde es aber anpassen an meinen Unterstand. Denn es ist nun mal meistens so, viele von diesen Videos sind für Leute gedacht, die wirklich richtige Gewächshäuser in ihren Gärten haben oder noch eine größere Fläche haben. Ich habe eine sehr kleine Fläche, versuche deswegen immer mehr ins Vertikale zu gehen und eben auch den Platz optimal auszunutzen, ohne dass die Pflanzen sich gegenseitig wirklich bedrängen, ne, und den Platz wegnehmen. Das ist natürlich schwierig, aber ich probiere es aus und wie gesagt, deswegen vielleicht für den einen oder anderen von euch interessant, der eben nicht, wie viele von den Kanälen, die ich genannt habe, eben sehr großen Platz zum Anbauen haben, sondern wirklich nur sehr wenig Platz haben. Da versuche ich halt die Ideen, die mir solche Videos oder auch andere Internetbeiträge liefern, einfach mal so ein bisschen kompakt zusammenzuhalten. Ne? Und betonen möchte ich noch an dieser Stelle, also ich weiß, also ich glaube, ja gut, Gartencoach mindestens, ich glaube Wurzelwerk auch, also das sind ja auch, ich nenne es jetzt mal, das soll nicht negativ um Gottes Willen klingen, aber das sind ja kommerzielle Seiten, also da verdienen ja Leute ihren Lebensunterhalt mit. Wogegen ja überhaupt nichts zu sagen ist. Das ist Wissen, das haben diese Menschen sich angeeignet und wenn die das weitergeben und so, also bitteschön, da kann man die ruhig für entlohnen und wenn das alleine nur mit Klicks auch schon machbar ist, dann haben diese Menschen das ja mehr als genug verdient. Ich habe ja hier in den paar Monaten, die ich den Garten habe, selber gemerkt, wie viel Arbeit man wirklich reinsteckt. Ich bin jede Woche hier, ich bin ja voll berufstätig, auch ich mache das ja alles nebenbei und knie mich hier mit aller Energie, die ich habe, rein und von daher weiß ich, wie kräftezehrend das ist, eine Hochbeete wieder auskoffern, umschichten und solche Geschichten, wieder da was bauen und hier was bauen und da was setzen. Und das ist ja nur ein Kleingarten hier, das ist ja kein Eigentum, es ist auch keine Hektar große Fläche und so, aber es kostet eben auch Zeit und Kraft. Und von daher, wie gesagt, die Leute, wie eben die genannten Kanäle, die sich dann eben die Mühe machen und ihr angeeignetes Wissen dann weitergeben an Leute, die sollen auch bitteschön dafür entsprechend entlohnt werden. Bei mir ist das nicht der Fall, also ich verkaufe kein Gartenbuch, ich verkaufe keine Online-Kurse und eigentlich sind meine Videos auch nicht monetarisiert oder wie man das nennt.
Ich war völlig überrascht, wie ich mein August-Video mal selber angeklickt habe und auf einmal war da Werbung vorgeschaltet. Vor keinem meiner Videos kommt normalerweise Werbung. Ich schätze mal, das ist so ein Automatismus, den YouTube da hat. In dem Moment, wenn so und so eine Klickzahl oder Abozahl erreicht ist, dann werden für bestimmte Videos auf einmal Werbung davor geschaltet. Also auf meinem Mist ist es nicht gewachsen und ich kriege auch nichts dafür. Also von daher, ich mache das rein zum Spaß, ich mache das rein zur Selbstdarstellung. Ich bin froh, wenn ich hier irgendwas ausprobieren kann, was Erfolg hat und womit andere dann so ein bisschen ihren Nutzen draus ziehen können. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen heute, dieses relativ kompakte Video, obwohl ich jetzt schon wieder sehr viel geschwafelt habe. Ihr merkt, ich mache das unheimlich gerne. Es ist ein Sonntag, da muss man sich beschäftigen. Ich werde mir jetzt hier in meiner Gartenlaube einen schönen Eintopf heiß machen, werde dann erstmal was essen, noch einen schönen heißen Tee trinken und den Sturm von draußen noch ein bisschen genießen. Ich danke euch dafür, dass ihr euch die Zeit genommen habt, euch das Video anzuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Für Kritik, Anregungen bin ich jederzeit offen und ich glaube, mit das Kontroverseste, was ich euch heute im Video gezeigt habe, wird das Insektenhotel sein. Da gibt es ja zig verschiedene Meinungen, besonders dieser Schmetterlingskasten oder auch überhaupt der Sinn und Zweck eigentlich von Insektenhotels. Ich habe schon mit so vielen Sachen diskutieren müssen, von daher, ich scheue da keine Diskussionen, wir können da gerne über alles reden. Von daher, und ich denke, mit diesen Worten verbleibe ich jetzt. Bleibt gesund und habt eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.